Hey Leute, hier ist Nice Gaming und jetzt ist es gerade in diesem Moment passiert. Meine Oculus Rift ist angekommen. Und da werde ich gleich mal, weil die sehr gut verpackt ist, das Ding erstmal aufschneiden und danach werden wir hier ein kleines Unboxing machen. So, dann wollen wir mal mit der Schere hier. Komm schon. So, ich habe es irgendwie geschafft, diesen Kasten aufzubekommen. Heiliger. So. Ich glaube, das Ding ist... Ist das... Aha. Hier ist ein... Griff. So, das Development Kit 2 nämlich. Da. Gut. So. Da also... Ist der ganze Teil. Eieiei, noch mehr Klebestreifen. Moment, komm schon. Alter Finne, ist da zugeklebt. Ist ja unfassbar. Komm schon. Komm, jetzt. Das gibt's nicht. Komm schon. Meine Güte. So, nach stundenlangem Gefuchtel ist der Karton dann endlich auf. Und da haben wir sie doch. Dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Hier ist natürlich die Hauptattraktion. Die Oculus Rift an sich. Die darf ja jetzt nicht mehr in Deutschland. Da habe ich richtig Glück gehabt. Die darf ja tatsächlich nicht mehr in Deutschland verkauft werden jetzt. Ich habe wahrscheinlich eine der letzten bekommen. Habe ich richtig Sahne nochmal gehabt. So, hier ist wahrscheinlich für die Linsen, zum Linsenreinigen, die Bedienungsanleitung dazu. Gut. Was haben wir hier noch? Hier ist die Kamera für die Rift. Was haben wir hier noch? Ersatzlinsen. Aha. Oder ob es Ersatzlinsen sind oder die man noch, muss man die noch einsetzen? Weiß ich noch nicht. Ich öffne ja gleich alle Tüten einmal. So, was haben wir jetzt hier noch? Mal gucken. So. Der Rest, der hier drin war, waren jetzt noch Kabel oder das Ähnlichen. Und Stecker und alles und was weiß ich. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das da alles hinterher zum Laufen kriege. Gut. Erstmal alles zurück in den Karton, der nicht mehr zugehen will. Geil. So, dann wollen wir das Ganze hier mal auspacken. Das mache ich mal offscreen eben. Ja, da habe ich mich erstmal geschnitten. So Leute, das ist jetzt alles, was übrig geblieben ist. Hier so ein bisschen, was weiß ich, was auch immer, was das für Tütchen sind. Einmal Reinigung für die Linse. Anleitung. Die Ersatzlinsen. Das Ding an sich. Sehr leicht übrigens in der Hand. Und ein paar Anschlüsse und was haben wir hier noch? Hier Anschluss. DVI-Anschluss. Noch ein Anschluss. Noch ein Anschluss. Noch ein Anschluss. Noch ein Anschluss. Meine Güte, und irre viele Kabel. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die Hälfte davon überhaupt brauchen werde. Okay, hier hat man ein Knöpfchen zum Draufdrücken. Also ich bin mal echt gespannt. Na schön, haben wir das Ding geunboxed. Ich denke, die Installation brauche ich euch nicht zeigen. Ja, das war's für dieses Video. Gebt mal einen Daumen nach oben, dann gibt's vielleicht auch ein Oculus Rift Test Video. Wenn ich ein bisschen Minecraft oder sowas ähnliches spiele. Wir sehen uns. Bis dann und ciao, ciao.